Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 10 und zum Abschluss noch ein paar weitere nützliche Möglichkeiten von GUIs. Wir schauen uns in diesem Video nur einzelne ausgewählte Funktionalitäten an, die Swing bietet, aber AWT nicht, und wir gehen auch nur kursorisch so ein bisschen drüber. Wir beginnen hier auf dieser Folie mit einer Funktionalität, die JComponent bietet, aber Klasse Component aus AWT noch nicht, nämlich Tooltips. Das kennen Sie, wenn Sie mit einer GUI arbeiten auf irgendeinem Online-Portal und Sie gehen auf irgendeine Komponente, beispielsweise einen Button, dann kann schon mal passieren, dass dann an diesem Button so eine Art rechteckiger Sprechblase mit ein bisschen Text aufgepoppt wird, und genau das sind diese Tooltips. Sie sehen, wie man das machen kann. Einfach hier mit Set Tooltip Text wird gesetzt, wenn man auf diesen Button rauf geht, noch ohne zu klicken, dass dann dieser Text, der als String da hineingegeben wird, dann angezeigt wird in dieser Sprechblase. Eine weitere Funktionalität von JComponent ist jetzt vielleicht nur bedingt nützlich, aber zumindest schön anzusehen, nämlich, dass Sie die Möglichkeit haben, einer Komponente einen selbstgestalteten Rand zu geben. Und es bietet sich dabei an, jetzt nicht selber zu versuchen, Ränder zu gestalten und das irgendwie in diese Komponente hineinzubringen, sondern es bietet da ja nun mal wirklich so ziemlich alles, was Sie sich wünschen könnten, vorgedacht wurde, schon von anderen gewünscht wurde und dementsprechend in die Funktionalität von Swing hineingebracht worden ist, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass das, was Sie sich wünschen, was Sie gerne als Randdarstellung hätten, schon mal integriert ist, sodass Sie einfach, wie Sie das auf dieser Folie hier sehen, die Möglichkeiten, die dafür in Swing vorgesehen sind, einfach nutzen. Sie sehen, es wird Ihnen sogar abgenommen, sich mit den entsprechenden Border-Klassen zu beschäftigen, nämlich indem Sie hier einfach mit Border Factory, mit den entsprechenden Parametern hier, einfach sich so eine Border dann kreieren und die mit Set Border dann in die Komponente integrieren. Und Sie sehen hier verschiedene beispielhafte Möglichkeiten, wie Sie den Rand einer Komponente gestalten können. Hier der normale Rand, wo Sie eine Farbe angeben und die Dicke des Randes, beziehungsweise Sie können natürlich auch angeben, dass Sie gar keinen Rand bei dieser Komponente haben wollen. Sieht halt ein bisschen komisch aus, geht aber natürlich. Und hier sehen Sie ein paar ausgewählte Möglichkeiten, dreidimensionale Effekte am Rand zu kreieren. Das gehen wir jetzt nicht alles im Einzelnen durch. Das können Sie sich gerne in dem systematischen Durchgang in den hier in der rot-gelben Wolke referenzierten Folien nochmal, da können Sie sich das alles in den Notizen genauer nachlesen, beziehungsweise Sie können natürlich auch die Dokumentation zu Klassen wie Border und Border Factory und so weiter dann dafür anschauen. Jede Plattform hat ihr eigenes Look and Feel. Windows-Plattformen haben ein Look and Feel, Apple-Plattformen haben ein anderes Look and Feel und so weiter. Einfach grundlegende Design- und Layout-Entscheidungen, Platzierungen, Größenverhältnisse, Farben und so weiter, die von Plattform zu Plattform anders entschieden worden sind. Es gibt auch Look and Feel, unabhängig davon, die Plattform, ja, die eben plattformunabhängig, plattformübergreifend sind. Und in Swing ist es nun möglich, das Look and Feel feingranular selber zu definieren. Sie sehen, feingranular heißt für jede Komponente. Das heißt also für ein ganzes Fenster oder, wenn Sie unbedingt wollen, davon abweichend das Look and Feel für eine einzelne Komponente im Fenster jeweils festzusetzen. Hier sehen Sie eine erste Methode, mit der man das machen kann. Set Look and Feel, offensichtlich eine Klassenmethode von dieser Klasse hier, UI Manager, User Interface Manager. Da geben Sie den Namen eines Look and Feel ein und zum Beispiel das, was auf dem System eigentlich voreingestellt ist, dieses Look and Feel, dessen Namen können Sie hier mit dieser Klassenmethode bekommen, und dann können Sie hier an dieser Stelle diesen Namen eingeben und können damit für diese Komponente das Look and Feel entsprechend setzen. Und Sie sehen, natürlich kann dabei eine ganze Menge schief gehen, deshalb gibt es entsprechend diese verschiedenen Exception-Klassen. Die Methode SetLookAndFeel ist überladen. Hier sehen Sie eine zweite Version davon, wo nicht ein String übergeben wird, sondern es gibt, wie Sie das aus Java ja eigentlich kennen, zu jedem Konzept auch eine Klasse, die dieses Konzept realisiert und repräsentiert, und so auch für Look and Feel. Hier sehen Sie als Beispiel Metal Look and Feel.
Das ist sozusagen das Corporate Design, das Corporate Look and Feel von Java. JComponent bietet die Möglichkeit, Befehle auf Tastaturkombinationen zu legen. Das sehen wir hier in einem einfachen Beispiel. Nur rein illustrativ gemeint, dieses Beispiel. Wir wollen hier in einer Text-Area, die wir irgendwo anders schon definiert haben, da wollen wir eine Tastaturkombination hineinbringen. Alt-Shift-X zum Beispiel, wie gesagt, nur illustrativ gemeint. Natürlich würde man eine solche Tastaturkombination nicht wählen. Ziel soll sein, wenn man diese Tastaturkombination drückt, dass dann das Unterstreichen des Textes angeschaltet wird. Und dafür müssen wir eben hier erst einmal als String diese Tastaturkombination definieren, müssen uns da natürlich an eine gewisse Konvention halten, dass hier Alt und Shift steht. Diese Konvention finden Sie bei der Dokumentation zur dazugehörigen Klasse, wo dieser String verwertet wird, Klasse Keystroke. Und damit haben Sie zunächst einmal in einem Objekt dieser Klasse diese Tastaturkombination in einer weiterverwertbaren Form gespeichert. Diese Klasse Keystroke haben wir gefunden dadurch, dass wir ja vom Text Area ausgehen, von J Text Area, von dieser Klasse, und diese Methode gefunden haben. Und der erste formale Parametertyp ist eben Klasse Keystroke. Wir haben dabei dann natürlich auch noch diese Methode hier gefunden, wo diese Action vorkommt. Und wenn wir von hier aus weitersuchen, dann finden wir diese Klasse Styled Editor Kit, in der einige mögliche Actions, die gängigen Actions, unter anderem auch das, was wir wollen, das Unterstreichen anzuschalten, in denen diese schon vordefiniert sind, sodass wir sie einfach so in der Form, wie Sie das hier sehen, verwenden können. Wir gehen ja von Klasse JTextArea aus, weil wir in einem solchen TextArea-Objekt diese Bindung hineinfügen wollen. Und wenn wir uns die Dokumentation von Klasse JTextArea ansehen, dann finden wir diese Methode und diese Methode. Hier eine Methode, um eine Map zurückzubekommen und damit etwas zu tun, die jedem Keystroke-String und mit jedem Keystroke verbindet und hier entsprechend ein Keystroke-String mit einer Action verbindet. Das heißt also, daraus ergibt sich eine Korrespondenz über Keystroke String. Wenn dieser Keystroke getippt wird, dann wird diese Action ausgeführt. Warum ist das jetzt hier so kompliziert? Warum sind das zwei verschiedene Maps? Zur Erinnerung nochmal, was eine Map eigentlich allgemein ist, das hatten wir schon im Video zu Collections in der Java Bib. Eine Map ist eine Datenstruktur, in der man einen Schlüsselwerttyp und einen Informationstyp hat und zu jedem hinterlegten Schlüsselwert haben wir genau eine Information darin. Ja, warum ist das so kompliziert mit zwei verschiedenen Maps? Wir könnten doch genauso gut eine einzige Map hier, wo jeden Keystroke String eine Action hinterlegt wird oder so etwas Ähnliches. Naja, wir brauchen natürlich hier eine Korrespondenz zwischen drei verschiedenen Sachen: Keystroke, Keystroke String und Action. Und was noch hinzukommt, das ergibt uns mehr Möglichkeiten zur Flexibilität über eine einzelne Komponente wie diese Text-Area hinauszudenken, unabhängig von einzelnen Komponenten wiederverwendbare Maps, Input-Maps, Action-Maps zu verwalten, die auch unabhängig voneinander sind. Auf der einen Seite eine Input-Map, auf der anderen Seite eine Action-Map. Bedeutet aber dann, dass wir es ein bisschen komplizierter haben in Situationen wie hier, wo wir dann tatsächlich eine Bindung einfügen wollen. Ohne ins Detail zu gehen, hier noch zwei weitere Möglichkeiten von JComponent: Drag and Drop, also dass Sie halt irgendwelche Objekte von einer Stelle zu einer anderen Stelle mit der Maus schieben können. Assistive Technologies, das heißt also Unterstützung von Leuten mit Einschränkungen, die nicht uneingeschränkt sehen, hören oder sonst was können. Hier vielleicht noch ein Beispiel, das kennen diejenigen von Ihnen, die Apple-Plattformen benutzen. Wenn Sie da auf ein Fenster klicken, dann ist dort eben nicht in diesem Fenster das Hauptmenü oben drin, sondern oben am oberen Bildschirmrand sehen Sie das Hauptmenü zu diesem Fenster. Hier noch ein paar weitere ausgewählte Komponentenarten in Java Swing.
die wir jetzt auch nicht weiter im Detail betrachten werden. Zum Beispiel, dass man Textfelder nicht einfach so haben kann, sondern dass man sie auch formatieren kann, dass sie Formatierungsmöglichkeiten bieten. Passwortfield, wir hatten im letzten Video umständlich ein solches Passwortfeld mit den Möglichkeiten von AWT selbst implementiert. In Zwing bekommen wir das geschenkt. Ein paar weitere Komponentenarten, die mehr oder weniger selbsterklärend vom Namen her sind, was sie alles bedeuten sollen. Das Ganze wird natürlich wie immer in den Folien des systematischen Durchlaufs, die hier oben rechts referenziert werden, nochmal genauer betrachtet, beziehungsweise Sie können auch direkt in die Dokumentation schauen. Hier schauen wir nur noch als beispielhaft auf die letzte Komponentenart in dieser Aufzählung. Eine Tabelle ist ja im Prinzip eine zweidimensionale Matrix, das heißt also in Java darstellbar durch ein Array von Arrays, wobei natürlich die einzelnen Arrays tunlichst alle die gleiche Länge haben sollten, damit sich wirklich eine echte Tabelle ergibt. Man hat sich hier entschieden, nicht festzulegen, von welchem Typ die einzelnen Tabelleneinträge sind und hat das dann maximal möglich offen gelassen durch Klasse Object. Die Spaltennamen dann durch ein eigenes Array von Object, wo man eben auch nicht festgelegt hat, von welchem Typ die Spaltennamen sein sollen. Also man hat nicht festgelegt, dass es Strings sein müssen, eben als separates Array-Objekt. Wenn man weiß, dass die Tabelle größer wird oder wenn man davon ausgeht, dass sie vielleicht größer werden kann, dann bietet es sich an, die Tabelle auch scrollbar zu machen, also die Möglichkeit zum Scrollen hinzuzufügen. Und das geht allgemein in Swing so, wie Sie das in dieser Zeile hier sehen. Mit dieser Konstruktion mit einem Objekt von Klasse jScrollPane, in das dieses Objekt von einem anderen Typ eingekapselt ist, werden praktisch Scrollmöglichkeiten hinzugefügt. Hier ein ausgewähltes Beispiel dafür, was man alles mit einer Tabelle anstellen kann, zum Beispiel zur Konfiguration. Der Aufruf dieser Methode mit Parameterwert, mit aktuellem Parameterwert true, sorgt dafür, die Tabelle hat ja einen gewissen rechteckigen Bereich zugewiesen bekommen, wo sie gezeigt werden soll. Und mit Aufruf dieser Methode wird dafür gesorgt, falls die Tabelle mit der präferierten Höhe der Zeilen nicht diesen ganzen Bereich in vertikaler Distanz ausfüllt, dass sie dann gestreckt wird, um tatsächlich in vertikaler Distanz den ganzen ihr zugewiesenen Bereich auszufüllen. Die Idee von JTable ist nicht, dass da eine Tabelle dem Nutzer einfach nur zum Lesen präsentiert wird, sondern der Nutzer soll die Möglichkeit haben, das ist eigentlich der Hauptzweck, mit der Tabelle ganz normal zu arbeiten, wie sie es etwa von Excel her kennen, dass er also beispielsweise Werte einträgt oder alles mögliche andere halt machen kann. Hier nur ein einziges einfaches Beispiel zur Illustration, wie man sich das vorstellen kann. Zum Beispiel kann ja der Nutzer bei einem Tabellenprogramm typischerweise einzelne Zeilen oder auch mehrere Zeilen zugleich, genauso auch Spalten, selektieren, durch Anklicken, geeignetes Anklicken selektieren. Und hier bekommt man dann jederzeit mit diesen beiden Methoden heraus, in Form eines Arrays von Zeilen oder Spaltennummern, welche dieser Zeilen bzw. welche dieser Spalten momentan vom Nutzer angeklickt sind.